Servus, liebe Freunde. Halli, hallo, herzlich willkommen hier wieder zurück im LS19 und ich suche gerade hier meine Minimap und meine Hilfe und irgendwie war das auf einmal alles weg. So, achso, ja, ich habe ja für das Intro auf einem anderen Spielstand was aufgenommen, da musste ich alles ausblenden, deswegen, das war das Problem. So, Dele, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Gerste ist fast voll. Irgendein Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Hier haben wir noch ein kleines Problem. Da werden wir uns jetzt auch gleich mal noch drum kümmern. Und zwar werden wir das folgendermaßen machen. Wir machen das jetzt ganz raffitückisch. Und zwar werden wir den Bührer vor den Schlepper hängen. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo sind wir eigentlich hier? Sekunde. Also erstmal ganz kurz natürlich von weg. Kredit keinen, das ist klar. Wir sind am Feld 19. Am Feld 19 sind wir unterwegs. Da müssen wir da erstmal hinfahren. Weil wir wollen uns das mit der Mission jetzt relativ einfach machen. Ich habe da jetzt nämlich keine Lust drauf, da die ganze Zeit wegen den Problemen des Helfers da mit dem schrägen Hin und Her Stress zu kriegen. Deswegen machen wir eins. Wir haben hier keinen Fronteinbau möglich, haben aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, da drüben sind unsere Geräte, den Bührer sozusagen als Schlepper zu nehmen. Ne? Und dann nehmen wir nämlich den anderen Traktor und lassen den einfach schon mal das Kraut vorab schlagen, weil ich habe da sowas von keinen Bock drauf, dass wir hier andauernd stehen bleiben müssen. Aber muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ne? Wenn, dann wollen wir das ja, wenn es geht, optimal lösen. So, und dann, okay, der sagt, er ist fertig, ist er aber nicht. Okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, Freunde. So, und zwar, da kuppeln wir mal den ab. Fahren zurück. So, dann schnappen wir uns den JC. Und werden den da dranhängen. Und dann fährt der nämlich ganz gemütlich mit dem Krautschlagen vorne weg. Ich vermute mal, dass die einfach irgendwie vergessen haben, da das Gerät einfach noch zu nutzen. Helfer rein. So, dann kann der nämlich vorwegfahren mit dem Krautschlagen. Das geht relativ schnell. So, und der hier kann nämlich dann ganz gemütlich hinten dran herfahren. So, da warten wir aber am besten erstmal, bis der eine Spur erledigt hat. Das heißt, wir fahren aber ein Stückel auf Seite und lassen den ein bisschen im Vorlauf arbeiten. So, der kommt an die Anhänger dran. Und dann kann der nämlich dann notfalls, ja, da hin und her fahren und kann das Ganze erledigen, zumindest so lange, bis der JC fertig ist. Weil das wird ansonsten eine never-ending Story und wir werden nur Stress kriegen, nur Probleme kriegen. Das wollen wir nicht. So, gut. Dann haben wir den. Und dann haben wir den. Alles klar, damit sind wir durch. Jetzt können wir uns hier drum kümmern. Und ich glaube, wir hatten ja noch Erntemissionen, die wir fahren können. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Wenn ja, würde ich die eigentlich ganz gerne noch gleich mitmachen, solange wir hier den Traktor noch haben. Weil das pumpt uns, den Mähdrescher haben, das pumpt uns nämlich noch ein bisschen Geld in die Kasse, das ist wichtig. So, das Stroh ist mir relativ egal im Moment. Das können wir uns später organisieren. So, dann fahren wir die Mission nämlich mal fertig. Das lasse ich gerade mal schnell den Helfer machen. Wir gucken mal gerade, also Feld 2 ernten sind wir fast fertig. Feld 19 ernten sind wir dran. Feld 17 müssen wir noch ernten. Gott, das sind so zwei kleine Popelmissionen. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ja, nehmen wir aber trotzdem an, klar. Ballenpressen nehmen wir nicht an. Wir gucken mal. Wir sind jetzt im Moment auf dem Feld 2. Da sind wir jetzt fast fertig. Das ist gut. Die Ernte dürfen wir natürlich noch nicht beenden. Weil wir ja entsprechend den Mähdrescher noch behalten wollen. Aber hier auf Feld 2 können wir dann abschließen.
Das ist eigentlich dann ganz in Ordnung. Müssen dann als nächstes auf die 17 respektive 19 zur Ernte. 17 und 19. Dann fahren wir erstmal zur 17, würde ich sagen. Und das heißt, wir müssen irgendwie über die Bahngleise drüber. Ach du lieber Gott. Na gut, dann fahren wir da unten rum. Das liegt eh auf dem Weg, das passt. Weil ich will da jetzt nicht, wir fahren aber lieber auf dem Feld entlang, weil ich will da jetzt nicht irgendwie kreuz und quer dann noch rumhantieren. Deswegen fahren wir hier runter. Was haben wir gesagt? Die 19 und die 17. Ja, dann fahren wir erstmal zur 17. So. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich mache das normal nicht so gerne. Aber jetzt ziehen wir durch. Vor allem, was lustig ist, Daniel hat in seiner Folge, in seiner ersten Folge schon, ich glaube, tonnenweise Schilder umgemäht. Ich zum Glück bisher noch, wenn ich es richtig gesehen habe, kein einziges. Ich hoffe, das bleibt natürlich auch so. So, und während der dann da zugange ist, gucken wir gleich mal. Ach, nicht 19, Quatsch. 19, die Ernte läuft doch. 21 und 25 brauchen wir noch so rum. 19 ist doch die Großernte da. Jedenfalls sind wir gleich erstmal bei der 17. Da können wir auch schon mal ganz gut loslegen. Oh, Schild. Ja, ich will mal gucken, dass ich nicht so viele Schilder umfahre. Weil das ist dann immer so ein bisschen blöd. Okay, dann geht das ja doch schon mal ganz gut voran. Ein bisschen Geld haben wir auch. Da denke ich mal, werden wir auch bald dann noch ein bisschen aktiv werden. Aber erstmal will ich hier jetzt so ein bisschen Taschengeld einkassieren. So, Entschuldigung, ich muss nochmal gerade am Auge was gucken. Das juckt irgendwie ganz eklig. Ah, ich glaube, da war eine Wimper, die sich reingedreht hat, sozusagen. Ah, gut. So, das Helfer G hat die Arbeit beendet, Grund unbekannt. Welcher Helfer hat die Arbeit beendet, weil Grund unbekannt? Oh, ich ahne Schlimmes. Das ist, oh, Mist. Wir haben den nicht leer gemacht, weil der voll ist. Der war natürlich doof. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das muss zur Getreidemühle. Dann fahren wir das mal schnell zur Getreidemühle. Oh, das war blöd. Oh, das war doof. Ich wollte auch schon gleich loslegen und wir haben noch das Zeug drin. Na gut. Also die 2 können wir beenden. Das ist kein Thema. Das ist schon mal kein Problem. Ich hoffe, ich kriege in die Folge jetzt überhaupt alles unter, was ich will. Wir haben jetzt so viele Missionen, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so geschafft kriege. Oh, was denn mit dem Traktor hier? Hallo? Oh, Alter. Oh, ich weiß schon, warum ich keinen Drehschemel mag. Oh Mann. Also es gibt keine Folge, wo der olle Solaris nicht wieder irgendwo reinhaut. Unglaublich. So, aber hier ist voll. Das heißt, wir müssen erstmal leer machen. Dafür müssen wir erstmal ein ganz schönes Stück fahren. Das nervt mich schon wieder ein bisschen. Wir können hier zwischen 13 und 11 aber durchfahren. Das ist gut. Da kommen wir ein bisschen schneller voran, als wenn wir da vorne erstmal diese ganze Spitzkehre fahren. Dum, dum, dum. Ja, am Anfang alles noch so ein bisschen Action, bevor sich das sozusagen alles einspielt. Das zieht sich halt alles noch ein wenig, aber kriegen wir alles hin. Das kriegen wir doch alles hin. So, Getreidemühle ist hier rechts, also von daher sind wir da auch relativ zügig da. Da müssen wir natürlich den Drescher erstmal abtanken, bevor der da mit der neuen Ernte starten kann. Der JCB ist fleißig dabei, das Kraut zu schlagen. Das ist sehr gut. Dann denke ich mal, können wir da wahrscheinlich auch gleich dann den Helfer reinsetzen.
damit der die Ernte voranbringt. Aber das mit diesem Krautschläger war schon lustig, ne? Mission angefangen und kein Krautschläger da. Ja, toll. Ich war extremst begeistert. So, oh, ein Schild habe ich, glaube ich, hier umgemäht. Oh Gott, ich bin keine Schildjungfrau mehr. Nein. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir von der 2 hier verkaufen müssen. Ich muss natürlich ein bisschen vorsichtig tippen. Derzeit tippe ich mal ein bisschen was an meinem Cappuccino. Oh, 49% schon. Echt jetzt? Das ging aber. Ach so. Wir hatten ja schon mal einen Kipper hingebracht. Fehlt nicht mehr viel. So, Lohndienstleistung auf Feld 2 abgeschlossen. Ja, genau. Jetzt verkaufen wir sozusagen. Gut, das heißt, wir können Feld 2. Feld 2 können wir beenden. Ne, da haben wir die Mietkosten drin. Hä? Ah, Feld 23 können wir beenden. Da hatten wir keine Mietkosten. Da haben wir die Mietkosten drin, weil wir ja unser Gerät geliehen haben. Oh, eben hätte ich fast die falsche Mission beendet. Das wäre natürlich peinlich geworden. Das wäre richtig peinlich geworden. So, dann düsen wir erstmal jetzt darüber und tanken den Freund mal ab, dass der mit seiner Mission loslegen kann. Die restliche Gerste ist jetzt für uns. Was uns gleich zum nächsten Thema bringt. Wir müssen dann gucken, dass wir unser neues Silo aufbauen. Denn das werden wir brauchen. Das werden wir sowas von brauchen. Ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht, aber für später brauchen wir das einfach. Das wird ganz, ganz wichtig werden. So. Während der jetzt abtankt, werden wir mal dann den Freund Kartoffelernter auf die Reise schicken, dass der da weitermachen kann. Kartoffeln wird bestimmt einiges liegen bleiben für uns. Hoffe ich zumindestens. Weil ich wollte eigentlich eventuell heute die nächste Investition starten. Ich weiß noch nicht. Hatte ich geplant. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so hinkriege. Das müssen wir gucken. So. Einmal bitte abtanken, mein Kleiner. Weil dann funktioniert das auch mit der neuen Ernte starten, ne? Doof muss man sein. Ich meine, es wäre jetzt gar nicht aufgefallen, wenn das dieselbe Fruchtsorte gewesen wäre, ne? Aber so ist das natürlich schon ein Unterschied. So, Helfer Go. Gut, jetzt gucken wir mal schnell nach. Was ist denn jetzt schon wieder grundunbekannt? Warum? Das sind Sojabohnen, du kannst das doch ernten. Ich glaube, der hat das Feld nicht erkannt. Das war das Problem. Gut, ich wollte zu dem Freund hier. Das sieht gut aus. Können wir jetzt anfangen, hier entsprechend die Ernte einzufahren. Wird ja auch mal Zeit, ne? Weil lang genug haben wir die Mission schon hier nebendran. So, Helfer Go. So, da ist nämlich allein in der einen Spur noch eine ganze Menge Kartoffeln drin. Und ich möchte keine Kartoffel verschenken. So, der hier kommt ganz gut voran. Ich denke, so macht das einfach auch mehr Sinn, da ein bisschen vorzuarbeiten. Ja, ich würde sagen, wir könnten sogar schon gleich mal abtanken, dass er da in Ruhe durchfahren kann. Also das ist jetzt nicht die Dauerlösung, das ist nur provisorisch, damit der JCB in der Zeit erstmal hier ein bisschen das Feld freimachen kann. Sieht ja süß aus. Ach nö. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen umrangieren. Ach, das ist auch noch hinten ein Drehschäbel. Ach, das ist ja blöd gemacht. Oh-oh. Ich bin doch drunter. Oh, bist du jetzt aber pingelig hier? Jetzt füllst du los. Echt jetzt? Na dann pump. Was hat der denn für ein Problem? Was
funktioniert denn da nicht? Ich glaube, diese ganze Mission ist verbuggt. Oh Mann. Wie kriege ich jetzt die Kartoffeln aus dem Ding raus? Ich versuche mal ganz dicht ranzufahren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh Mann. Ich glaube, diese Mission hat eine Macke. Ah, jetzt funktioniert es. Okay, man muss wirklich ganz genau drunter fahren. Dann funktioniert das. Okay. Dann lassen wir den mal gerade leer fahren. So. Dann kann der weiterfahren. Und wir haben erstmal ein bisschen Ruhe und haben schon die ersten 5000 Liter Kartoffeln drin. So, du kannst weiterfahren, mein Freund. So, hier stehen wir jetzt auch im Weg. Wir müssen das zum Hof bringen. Ja, es ist am Anfang ein bisschen hektisch, aber das wird sich alles noch legen, Freunde. Das wird sich alles noch beruhigen. So, Sojabohnen ist einzig das Gute. Wir brauchen da uns nicht so einen Stress zu machen. Das geht relativ entspannt. So, die Gerste kommt dann auch erstmal ins Silo, welches wir natürlich erstmal bauen müssen. Eieiei. Und eigentlich wollte ich heute schon richtig loslegen, aber anscheinend klappt das noch nicht ganz so wie geplant. Müssen wir halt mal gucken. Aber auch das kriegen wir hin. Ich weiß gar nicht, hatten wir noch eine Düngemission? Nee, ne? Düngen ist nichts mehr. Gut. Nee, das sieht gut aus. Der Inhalt wird gespeichert. Wie lange speicherst du, Freund? Oh. Alter, was los? Ah. Irgendwie. Ah. Irgendwie spinnt gerade mein Computer ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Was ist denn hier los heute? Ist ja echt der Wurm drin. Unglaublich. Aber gut. Ich mag sowas. Wenn der Anfang holprig ist, kann es nur besser werden. Das ist so immer mein Gedanke. So, dann bringen wir das erstmal jetzt in Richtung des Hofes. Dann werden wir gucken, was wir auf dem Hof machen. Gucken, wie stellen die sich da drüben an. Der dreht irgendwie seltsam, aber er scheint wohl irgendwas zu fahren. Hoffe ich. Hoffe ich. Inständig. Müssen wir aber gleich nochmal kontrollieren. Ich traue dem Kartoffelernter nicht. Irgendwie ist die ganze Mission seltsam. Na gut. Also, wir suchen jetzt erstmal einen geeigneten Standort für unser neues Silo. Weil ich weiß auch nicht, was wir in das Silo alles reinpacken können. Vielleicht können wir es aber auch über den Händler sehen. Da gucken wir gleich mal. Wir gucken mal schnell im Händler, bevor wir da jetzt ein neues Silo gleich kaufen. Was das Silo alles kann. Nee, das kann nur die vier Grundsorten. Nee, also das muss weg. Das muss weg. Das muss ganz, 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 ganz weit weg. Das bringt uns gar nichts. Dann packen wir mal den Ladewagen auf Seite. Und ich würde sagen, hier unten stellen wir das neue Silo hin. So. Dann müssen wir das uns doch holen. Unser Silo aus Holz. Da ist es. So, da gucken wir mal, how big das ist. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen drehen. Kollidiert mit einem anderen Objekt. Da kollidiert es auch. Hey, kollidiert das mit einem anderen Objekt? Kann hier nicht platziert werden. Da ist ganz kurz ein Platz gewesen. Mit was kollidiert denn das bitte? Da könnte ich es so halb hinstellen. Das sieht ja auch blöd aus. Nee, das passt mir nicht. Das passt mir gar nicht. Was ist denn, wenn man es... Oh, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Kleinen Moment, da muss ich mal rangehen. Geht gleich weiter. So, okay. Ich musste den Anruf nochmal gerade irgendwie abdrücken, weil... Blöd, dass ausgerechnet da jetzt gerade einer anruft, wenn ich in der Aufnahme bin, aber was willst du machen? So. Kann hier nicht platziert werden, kollidiert. Terrainänderung ist fehlgeschlagen. Kann hier nicht platziert. Oh, das ist. Da geht's.
Wollen wir das da hinstellen? Ist aber auch blöd. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht wirklich. Dann. Ach, das ist doof. Das ist nicht gut. Das ist gerade nicht so gut. Gefällt mir nicht wirklich, was da so. Oh, vor allem, wo kollidiert das hier mit einem anderen Objekt, bitte? Hier ist doch gar kein anderes Objekt. Ist doch alles weg. Oh, Leute. Da kann man es hinsetzen. Toll. Das ist nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Macht es uns nicht so leicht im Moment gerade. Vor allem, wenn wir das hier hinstellen, dann können wir nur von einer Seite reinfahren. Das ist nicht gut. Nee. Nee, also das gefällt mir nicht. Das ist nicht schön. Drehen wir es mal so rum. Was vielleicht so hinkriegen können. So ging es. Aber dann haben wir natürlich hinten eine blöde Fahrt. Boah, das stört mich jetzt gerade, da ich das nicht hier so schön platzieren kann, wie ich es gerne würde. Nee, das ist alles nicht so das Halbe und nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber hier oben wollte ich eigentlich was anderes hinmachen, deswegen ist das ein bisschen doof. Da unten brauchen wir den Platz. Gut, wenn nicht, stellen wir es hier hin, wenn das geht. So, mit welchem Objekt kollidiert das? Da ist nichts. Alter, nerv mich nicht. Wieso? Da ist doch gar nichts. Da hinten ist überhaupt nichts. Was soll denn da noch für ein anderes Objekt sein? Meint ihr jetzt den Stein hier oder was? Kann sein, dass da der Vorgarten noch ist. Ah, dann das muss ich mir noch überlegen. Da müssen wir uns was anderes ausdenken. Das ist jetzt erstmal. Achso, da war ja unten ein Trecker. Das ist jetzt erstmal nicht das, was ich mir gewünscht habe. Dann machen wir das anders. Wir packen das erstmal in das Silo. Mit dem anderen Silo muss ich mir mal Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. Oder wir würden die Fruchtsorten einfach alle verkaufen und da das große Silo hinstellen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe da keinen Trieb drauf. Echt. Da sind zwar Fruchtsorten drin, aber ist mir so egal. Raus damit. Ja, weg. So. Weil das ist total Quatsch. So, das Silo neue packen wir dann dorthin. So, dann stehen wir da nämlich einfach sauber da. Das ist viel besser. Stellen wir hier so ein bisschen an den Rand. So, ich würde sagen, was ist das denn? Ich will es nicht da oben drauf stellen. Da will ich es hinstellen. So, dann haben wir da noch, wie weit können wir da ran? Nicht so wirklich nah, da stellen wir es so hin. So, dann haben wir jetzt endlich Ruhe. Weil das ist doof, wenn wir da mit dem anderen Silo hantieren und auf der anderen Seite ist es blöd mit den Fruchtsorten, aber so haben wir die halt verkauft, was soll's. Kriegen wir wieder rein. Das stört mich jetzt nicht direkt. Aber das Silo-Problem müssen wir natürlich auch in den Griff kriegen. Denn ansonsten haben wir da auf Dauer Schwierigkeiten. Ah, wo wir gerade dabei sind, da fehlt mir noch was. Genau, wir wollen ja noch entsprechend wissen, was ist in den Silos drin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich es richtig rum platziere. Gerade mal gucken, wie rum wir das drehen müssen. Ich denke, so rum ist gut. So, dann stellen wir eins dorthin und eins nebendran. So, dann haben wir das schon mal aus dem Kreuz. Müssen das dann noch konfigurieren. Das können wir aber in der nächsten Folge machen. Jetzt will ich erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen zurechtkommen. Weil das soll natürlich dann schon auch alles passen. Außerdem müssen wir auch zu unserem Helfer den abtanken. Das ist nämlich das nächste Problem. Das heißt Problem, als nächste Aufgabe. So, jetzt gucken wir mal, ob der da zurechtkommt. Der, was machst du jetzt? Ja, warum fährst du nicht weiter? Was hat der Helfer für ein Problem? Junge, was ist dein Problem?
ich verstehe diesen blöden Helfer nicht. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, was der Helfer für eine Schwierigkeit hat. Oder hat er jetzt da abgebackt wegen dem Kipper, der daneben dran steht? Das könnte natürlich jetzt auch sein, weil dann bleibt, glaube ich, die Maschine stehen. So. Dann müssen wir das anders machen, dann müssen wir den noch ein bisschen wegfahren. Sonst kriegen wir das nie hin. Sonst kriegen wir das niemals hin. Also Kartoffelernte mit dem Gerät ist eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir stellen den jetzt mal ein bisschen weiter weg, in der Hoffnung, dass er das nicht mehr so findet. Gut, hier müssen wir fertig abtanken. Dann haben wir da zumindest schon mal die Gerste drin. So, und dann müssen wir entsprechend losfahren zu unserem Feld hinter wieder zur Ernte. Weil die Sojabohnen sind jetzt auch fast voll. Weil sonst kriegen wir nämlich hier ein totales Durcheinander. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Ich will da schon ein bisschen System drin haben. Ich versuche zumindest ein System drin zu haben. Es ist nicht leicht. Es ist nicht ganz so leicht. So, dann fahren wir einmal hier rüber. Ja, ist auch nicht der allerschnellste Traktor. Ich wollte eigentlich heute ganz andere Sachen machen. So ist das jedes Mal, ne? Man möchte irgendwas machen und kommt dann irgendwie überhaupt nicht dazu. Ja, Helfer hat einen vollen Korntank. Das werden wir gleich beheben. Wir sind schon auf dem Weg. So. Ist nicht allzu weit mehr. Allerdings, klar, ist das letzte Feld hinten. Und wir haben nicht gerade den schnellsten Traktor, aber so what? Oh, das halbe Feld ist schon abgeerntet. Das ist gut. Dann sollten wir das doch relativ zeitnah hinkriegen. Denn es ist, also es ist gut mit den Missionen, aber ich mache das eigentlich lieber auch mit eigenen Geräten, weil das gibt sehr viel Durcheinander. Ne? Und so Sachen wie jetzt Kartoffelernte, weiß nicht, ob wir sowas dann so oft machen sollten. Also ich überlege schon, die restlichen Kartoffeln werden wir de facto uns behalten. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig, weil die können wir für später ruhig irgendwie nochmal gebrauchen. Also die werde ich wahrscheinlich erstmal nicht verkaufen. So, ich bin schon gleich da, mein Freund. Ja, das hat natürlich jetzt die Folge so ein bisschen die Länge gezogen. Entschuldigung dafür. Ich hatte, wie gesagt, ganz andere Sachen geplant heute. Aber das hat irgendwie nicht so sein sollen. Eieiei. Und das nur wegen ein paar Problemen mit Aufstellen eines Silos. So. Fahren wir weiter, mein Freund. Weil dann fahre ich dich nämlich während der Fahrt, tanke ich dich ab. Ist nämlich viel einfacher. Dann läuft nämlich die Maschine auch in der Zeit schon mal weiter. Vorausgesetzt, ich bin entsprechend passend drunter. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. So, ist schon fast leer. Ist nicht mehr viel drin, das geht schnell. Dann kann er nämlich das restliche Feld im Prinzip komplett leer pumpen. Dann haben wir da zumindest schon mal eine Sache weniger, auf die wir gucken müssen. So, das sieht gut aus. Oh, lass mich noch durch. Ja, darfst ja gleich weiterfahren. So. Gut, dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Mit dem Düngen sind wir hier eigentlich fertig. Neue Düngemissionen haben wir nicht. Das heißt, wir können mit dem Freund erstmal nach Hause fahren. So, wir müssen ja auch mal wieder alles ein bisschen aufräumen. Denn ansonsten kriegen wir hier nur Kuddelmuddel. Das ist nicht so schön. Und in der nächsten Folge müssen wir mal gucken. Da denke ich mal, werden wir dann entsprechend mal einen weiteren Schritt nach vorne gehen. Also wir haben nicht viel erreicht. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Geld verdient, aber das war jetzt nicht eigentlich das, was ich geplant hatte. Aber okay, geht auch. Es geht ja irgendwie voran, das ist ja schon mal wichtig.
So, bringen wir den erstmal hoch. Klein wenig Dünger haben wir noch. Oh, heute kommt alles zusammen. Heute kommt alles zusammen. Oh, erst Telefon, dann muss ich niesen, dann klappt das Platzieren des Silos nicht. Was eine Folge. Oh mein Gott. Probleme über Probleme. So, aber wenigstens sind wir hier dann soweit schon mal grundtechnisch minimal ausgestattet. Wir müssen das natürlich noch deutlich verbessern. Aber ich denke mal, so für den Anfang ist das erstmal in Ordnung. So, dann gucken wir mal schnell. Der hat einen fast vollen Korntank. Der ist fleißig am Arbeiten. Gut, dann werden wir den erstmal jetzt abtanken noch schnell. Das nehmen wir noch mit heute. Ganz, ganz drunter fahren. Das habe ich jetzt gelernt. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Aber zumindest kriegen wir jetzt schon mal hier ein paar Kartoffeln rein. Die Ernte funktioniert so halbwegs jetzt. Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, diese Mission war von vornherein schon total verbuggt. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt eine Katastrophe, was da schiefgelaufen ist alles. So, aber jetzt sind wir da schon mal wieder soweit frei. Und die Kartoffelernte wird uns auch noch eine Zeit lang ärgern. Das wird noch ein bisschen dauern. Bis die durch ist, das wird noch richtig dauern. So, Sojabohnen laufen. Hier nehme ich jetzt mal den Helfer raus. Da können wir noch einmal abtanken, das ist kein Problem. Hier sind wir soweit auch dabei. Mal gucken, gibt es noch ein bisschen Milch? Ja, nochmal ein bisschen Milch, gut. Und in dem Sinn, ja, sage ich für heute erstmal hier Helfer raus. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.